Hallo zu unserem neuen Video, wieder vom selben Ort wie beim letzten Video, und zwar aus Straßlach bei Grünwald, das ist in der Nähe von München. Wir sind hier, um unsere Drohne auszutesten. Wir haben die jetzt seit 3 Wochen schon, haben sie bisher nur ein wenig einsetzen können, zum Beispiel in New York, in den New York Videos. Die Links dazu findet ihr auch in der Beschreibung unten. Und heute wollen wir mit euch mal ein paar neue Flugmodi testen und vor allem auch schauen, wie man die Drohne am besten einstellt, damit man das Beste aus dem Bild auch rausholen kann. Grundsätzlich ist es so, dass man die Drohne zuerst mal kalibrieren sollte. Ein wichtiger Punkt ist, dass ihr den Gimbal kalibriert. Das könnt ihr ganz einfach machen, indem ihr die Drohne auf einen ebenen Untergrund stellt, und da gibt es dann so eine automatische Gimbal-Kalibrierung. Und diese automatische Gimbal-Kalibrierung wird gerade bei uns durchgeführt. Da muss man nichts machen. Genau, wir warten mal ab, ob das dann wirklich funktioniert hat. Das sehen wir dann gleich, wenn es in der Luft ist. Genau, am besten, ihr könnt das auch auf einer Tischplatte machen, da ist es, glaube ich, einfacher. Noch ein Punkt ist, in welcher Qualität ihr die Drohne sozusagen oder die Aufnahme machen wollt. Das könnt ihr hier am besten auch immer auf der SD speichern. Es gibt auch die Möglichkeit, das auf dem Telefon zu speichern. Das führt aber dazu, dass es dann so, ja, dass das Footage so ruckelig wirkt. Also es ist nicht ganz smooth, weil der muss das immer so nachberechnen und packt es dann auf das iPhone, und da kommt es dann immer zu Komplikationen. So, und ganz wichtig, und das ist der wichtigste Punkt ist eigentlich, da sind wir hier bei Farbe. Und viele nutzen immer das D-Cine-Like. Es ist aber so, dass D-Log sozusagen die besten Möglichkeiten bietet in der Nachbearbeitung, weil das ein sehr, sehr flaches Farbprofil hat, und dadurch können wir dann halt gerade mit unseren LUTs halt arbeiten und das dem Stil anpassen, wie unsere Sachen halt ja bearbeitet werden. Achtet bitte darauf, da haben wir auch nie dran gedacht, aber es gibt sogenannte Startpunkteinstellungen. Wenn jetzt ihr die Verbindung zur Drohne verliert, dann wird es direkt sozusagen zurückgeschickt. Ihr könnt auch was anderes einstellen, aber in der Grundeinstellung ist es so, dass sie dann zurück zu euch kommt. Wichtig dabei ist, wenn ich jetzt sozusagen die Back-to-Home-Taste, also die hier, Return-to-Home-Taste drücke, dass er dann erstmal in eine bestimmte Höhe fliegt. Die stellt man ein, und zwar kann man das im Menü einstellen, unter Einstellung des Flugcontrollers. Da hat man die Möglichkeit, die Höhe des Rückkehrfluges einzustellen, und das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Stellt euch nämlich vor, ihr seid in irgendeiner Stadt und da ist ein Gebäude und das ist 60 Meter hoch. Das Ding fliegt aber auf 30 Meter runter und versucht dann zu euch zurückzufliegen. Funktioniert nicht. Also man sollte immer schauen, was in der Umgebung alles an Gebäuden oder an Objekten ist und wie hoch die ungefähr sind. Wir haben jetzt hier eine relativ freie Fläche, aber hier hinten zum Beispiel, wenn man umschaut, sind eben Bäume, relativ hohe Bäume. Das sollte man schon schauen, dass man, ich schätze mal, 30, 40 Meter. Das können auch mal so Strommasten oder irgendwas sein. Ne? Ja, ich erfahre hier relativ weite Sicht. Aber es ist halt auch sehr, sehr gut, wenn man erstmal im Anfängermodus fliegt. Da fliegt die Drohne erstmal im 30 Meter Radius, und da kann man sich ein bisschen ausprobieren, da kann man auch mal diese Taste ausprobieren. Aber wie gesagt, bitte auch immer darauf achten, den Startpunkt richtig einzustellen. Sind wir bereit zum Starten, Michi? Läuft. Siegen! Hier ist zum Beispiel, damit ihr einen richtig geilen Shot kriegt, ihr sucht euch sozusagen, erstmal sucht ihr euch ein Bild aus, am besten so, dass man sozusagen eine Close-Up-Aufnahme hat, also relativ nah an Wäldern dran oder an so Bäumen dran, und ihr müsst dann sozusagen hinter den Bäumen müsste dann sozusagen wieder eine Aufnahme sein, wie bei uns jetzt zum Beispiel mit den Bergen. Also das heißt, ihr geht dann so hoch und lasst die Kamera dann auch gleichzeitig so mitschwenken. Und dabei habt ihr dann so eine Art Kamerafahrt. Es kommt dann erst so richtig zur Geltung, was im Hintergrund ist.
Dann muss es quasi sehen wie eine Kamerakran oder eine Kamerafahrt. Genau, also im Endeffekt musst du eine Drohne nicht als Drohne sehen oder als Möglichkeit, irgendwelche Filme davon zu machen, sondern du musst es halt wie so einen Kamerakran sehen. Seht das Ganze nie als, ja, als Drohne, sondern sieht es eher als Werkzeug, um halt einen geilen Shot zu machen. Sucht euch einen Shot raus, holt euch ein Bild raus, lasst die Kamera so, bewegt die Kamera auch nur minimal, wenn ihr sie bewegt, auch nur hoch und runter oder nur ganz leicht links und rechts, nie irgendwie ruckartig hoch und runter. Das könnt ihr auch nochmal einstellen, wie stark die Kamera sich bewegen soll. Wenn ihr in die Einstellung geht, da ist diese Kameraoption und da könnt ihr einstellen, wie stark die Kamera sich hin und her bewegen soll. Ja, wie bereits angekündigt, sind wir jetzt am Starnberger See angekommen. Also es ist schon wieder ein bisschen später, ein bisschen Zeit vergangen. Wir haben jetzt beide Akkus nachgeladen und machen nochmal eine Nachmittagssession, weil es so Spaß gemacht hat. Ja, wir werden die hier starten vom Hügel, oben bei Percha und man sieht schon ein bisschen den See im Hintergrund und ja, da werden wir jetzt hinfliegen. Als Undercover, damit sich hier keiner gestört fühlt. Genau. Ja, dann geht's los, oder? Ja, machen wir mal. Boah, wie hoch ich bin, guck mal da hinten. Ah ja, krass. Geil, oder? Richtig krass. Macht voll Bock. Ja. Sogar Zuschauer macht Bock. Ja, die ist halt einfach weg, gell? Ja. Die ist tschüss. Ciao, Kakao. In einem Videospiel. Das ist so geil. Die Mission lautet, dem roten Auto folgen. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ah, da ist das Auto. Ich glaube, ich habe so einen pornösen Shot gerade drauf. Ich bin mit der Kamera gefolgt, okay, weil wir zu weit oben waren. Und ich glaube, es ist richtig gut geworden. Kann man schon mal machen. Sich im Auto, im fahrenden Auto filmen lassen von der Drohne. Wie im Videospiel, das macht richtig Spaß. Ist gar nicht mal so einfach, die Drohne so zu steuern, dass sie perfekt dem Auto folgt. Aber Marcel stellt sich eigentlich ganz gut an, wie man hier sieht. Sehr engagiert, der junge Mann. Ja, aber es ist halt auch schon sehr dekadent, aus dem Auto raus zu filmen. Also ist schon Pro. Ist schon, ja, schon Pro-Level, also kann man nichts sagen. Anfänger, das war gestern. Okay, manche Anfängerfehler haben wir gemacht. Wir haben zum Beispiel vergessen aufnehmen zu drücken, sprich wir sind geflogen und haben nichts davon gefilmt, das war sehr schlau von uns. Dann haben wir mit der Kamera gefilmt, ohne Ton, auch super, weil das Mikro ja oben drauf klemmt. Ja, mal so ist das halt. Es gibt zwei Sachen, die wir noch nicht getestet haben bei der Drohne, und zwar einmal den Sportmodus und zweitens den Verfolgemodus. Das haben wir schon probiert, aber es hat noch nicht so funktioniert. Wahrscheinlich, weil die Satellitenstärke nicht gut genug war. Ja. Ich schätze mal, dass es hier passen sollte, deswegen versuchen wir das nochmal. Es wird eigentlich keine Störsignale geben und so. Nee. Wir sind noch nicht so weit abseits oder von der Stadt oder sowas, deswegen. Nee, sollte passen. Ja. So, jetzt gehe ich mal auf die Einstellungen. Nee, auf die anderen Einstellungen. Die hier. So, dann haben wir da den Follow-Me-Modus. Aber es gibt wohl zwei Modi. Es gibt den einen, der mit GPS geht. Satellitensignal ist zu schwach. Ja, es gibt den einen, Follow Me, such mal nach Active Track. Ja, das habe ich gesehen gerade, das gibt es ein anderes. Ja. Ja, und das funktioniert nicht mit GPS. Okay, dann hier, ja, Active Track, ja. Okay, habe ich. Ah ja, okay, jetzt bin ich markiert, glaube ich. Ja, Active Track ist, sie filmt uns, aber sie bewegt sich nicht. Was ist denn, es gibt auch Tap to Fly, dann fliegt er irgendwo hin, wo man hintippt, oder? Wenn ich jetzt irgendwo hinklicke, wenn ich jetzt da hinklicke. Soll ich mal machen? Ja, mach mal. Tap to fly. Guck jetzt, such mal hier raus. Such dir einen Punkt auf dem Bildschirm und dann fliegt die Drohne dahin. Abgefahren. Aber hast du die Geschwindigkeit hier auch bestimmt, ne?
Hier rechts, genau. Dann fliegt die schneller. Wenn ich jetzt hier nach unten und nach oben mit der Kamera gehe, sieht man, dass der Horizont verschwindet. Okay, jetzt ist Akku wieder leer. Ja, du kannst und da unten kommt der Bereich, der halt gar nicht mehr möglich ist. Beeil dich mal ein bisschen. Und jetzt kann ich halt dahin tippen und dann müsste er einfach nur auch nach oben fliegen. Oder auf den Baum. Ja, genau. Wo rechts soll ich abbrechen? Jetzt nach unten mal die Kamera? Ja. So, ist auch schon ein bisschen dunkler geworden jetzt hier am Ufer am Starnberger See. Der Max wird jetzt die Drohne nochmal starten. Weil hier auf dem Starnberger See gibt es verschiedene Boote, die entlangfahren. Und der Katamaran ist der letzte, der jetzt in den Hafen fährt. Und der ist natürlich schön beleuchtet und den möchten wir mit einfangen. Geworden. Jetzt haben wir gerade noch ein paar richtig geile Aufnahmen gemacht. Die spielen wir am Ende jetzt ab, oder? Die kommen jetzt. Vielleicht. Vielleicht auch mal schauen. Lasst euch überraschen. Doch, die kommen jetzt. Vielleicht waren sie auch schon da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Genau. Wann auch immer das sein wird. Ciao. Ciao. Und ciao.